Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück beim Beagle und Uncharted. Ne, sie gehen sie alle in eine Hocke, um Pause zu machen. Ja. Nur Elena nicht, der ist das zu doof. Sieht so bescheuert aus. Sally und Nathan machen. Ja, gut, ne? Wir sind hier in der Bibliothek und wollen Rätsel lösen. Vielleicht die Statuen. Ja, vielleicht mit den Statuen. Ein Mensch, ein Vogel, ein Drache und ein Löwe. Ich will nicht lügen. Ich weiß im Grunde gar nicht, was ich tue. Ich muss die in eine Richtung drehen und das in der richtigen Richtung. Das ist mir klar. Ich gehe jetzt aber erstmal gucken, ob ich Moon kriege. Na, ich befürchte, das ist alles weg, weil ich den Spielstand neu laden musste. Ne, der könnte er behalten. Ach, guck mal einer, schau. Im Norden muss der Matthias sitzen. Der John, der Luke und die Maske. Oder einen Namen, den ich nicht lesen kann. Im Norden, angefangen mit Matthias. Okay. So. Elena, lass mich mal hoch. Ich erinnere mich an das Rätsel. Ich erinnere mich nur nicht mehr, was ich machen muss. Muss der in den Norden gucken, ist das so? Okay, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Halten. Okay. Okay, das zeigen die mir bestimmt nicht ohne Grund. Muss der in den Norden gucken, ist das so? Schau noch mal im Tagebuch. Ja, Elena. Schau du doch ins Tagebuch. Wie wär's damit? Im Osten ist der John und John ist der Vogel. Okay. Verkehrt rum. Nein, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Nate? Ah, gut. Ich kann im Zweifel auch einfach drehen. Sehr gut. Na. Warum riecht er sich denn so auf? Ich bin doch noch gar nicht am Ende angekommen. Oh Mann. Los, beeil dich, Nate. Wir haben nicht viel Zeit, bis sie merken, dass etwas nicht ja, stimmt. Ja, halt die Klappe. Im Süden ist ja der Luca. Luke. Warte mal. Ergibt das Sinn? Das ist, glaube ich, da hinten soll das der Drache sein? Soll das da hinten wirklich der Drache sein? Ah, ist bescheuert. Ist das vielleicht gar kein Drache? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht immer so sicher. Da hat Uncharted mal einmal ein Rätsel. Also meiner Logik nach ist der schon richtig. Zumindest wenn das, was ich möchte, aufgeht. Nein, das funktioniert nicht. Nate sagt aber auch gar nichts mehr dazu.
Nehmen wir mal an, ich... Was? Ich bin gerade zu doof dazu. Also ich soll... Soll ich das nicht in die Himmelsrichtung auslegen? Drehen? Nicht? Hm. Das sieht aber vom Symbol her da oben so aus, als hätte ich alles einfach in die Richtung drehen müssen, Richtung Norden. What? Okay. Hat die Richtung vielleicht was damit zu tun? Ich glaube ja eher nicht, oder? Der guckt ja geradeaus, der guckt rechts. Nee, der guckt links, der rechts, der links. Das kann doch nicht sein. Die sind alle schon so sortiert, wie das hier drin steht. Warte mal. John, Luke. Ich bin jetzt bei... Okay. Das war fair? Oh mein Gott. Also im Süden ist Luke und Luke ist dieser komische Vogel und dieser komische Vogel guckt nach rechts. I try this. Okay. Nein, nein. Der guckt so. Zumindest im Buch nach. So, die anderen beiden. Nein! Ach, nicht. Die anderen beiden, die gucken ja in die andere Richtung. So. Ja, der hier. Das war knapp. Er guckt. Genau, und die andere. Nee, das ist auch nicht die Lösung. Ich bin irritiert, die ganze Zeit schmeißen die mit Tipps um sich und sagen irgendwas zu allem, aber dazu haben die nichts gesagt. Außer guck ins Tagebuch, aber ich finde das jetzt, ist hier noch irgendwas drin? Kann ich noch irgendwas? Nein, ich kann nichts machen. Wetten, ihr kennt die Lösung schon und ich komme jetzt nicht drauf. Müssen die alle in den Norden gucken? Aber das habe ich ja gerade schon versucht. Oder müssen die alle in ihre jeweiligen Himmelsrichtung? Das macht ja auch keinen Sinn, wenn die in ihre jeweiligen Himmelsrichtung gucken. Nate, nein, nein! Muss ich die in einer gewissen Reihe? Nein. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir möchte. Irgendwas übersehe ich gerade richtig heftig. Ich weiß nicht, was ich übersehe. Es ist nicht die Richtung, in die sie gucken. Es ist nicht alles in Richtung Norden. Nochmal der Westen. Auch geil, hier haben sie übrigens East stehen. Das ist auch wirklich der Vogel. Du bist der Vogel, ne? Mhm. Warte mal. Der Löwe sollte nach... Oh. Oi. Okay. Also das ist der Vogel. Der Vogel soll in den Westen gucken. Okay.
Nee, das ist doch dann theoretisch richtig, oder? Also ich habe jetzt verstanden, dass der Vogel eigentlich John guckt in den... Ach, warte mal. In den Osten. So. So. Jetzt gehe ich hier rüber und habe im Süden den Löwen. Den Löwen, der in den Westen gucken muss. Nämlich darüber. Jetzt bin ich hier bei dem Drachen oder was das ist. Und der Drache Luke soll in den Süden gucken. Das ist also, glaube ich, fast schon richtig. Aber wo ist der Süden? Steht Elena auf dem Süden? Ich hoffe es. So. Und wir haben Matthias, der in den Norden gucken muss. Aber machen die das jetzt nicht quasi gerade schon? Da bin ich doof. Nee, der guckt doch gerade schon in den Norden. Wie habe ich es jetzt schon wieder nicht? Das kann's doch nicht sein, dieser Vogel. Dieser Vogel, der eigentlich... Der Vogel muss nach Osten gucken. Verarsch mich doch nicht. Verstehe ich gerade irgendwas komplett... Irgendwas verstehe ich gerade voll falsch. Der Vogel muss nach Osten gucken. Wie kann man ein Rätsel gelöst haben, aber nicht lösen? Das macht doch... Hey, wir machen jetzt 20 Minuten lang einfach nur das Rätsel. Hä? Ich bin mir relativ sicher, dass das die Lösung ist, aber irgendwas mache ich trotzdem falsch. Der Vogel guckt nach Osten. Sag mal, vertue ich mich gerade? Ist der gar nicht im... Nee, ohne Socken wandern. Doch, das ist schon richtig. Und John, der Vogel, guckt nach Osten. So. Und der... Und der da hinten. Na komm, Nate. Wie sie alle schweigen, sie warten, setzen ihn voll unter auf Leistungsdruck hier. So, der ist jetzt im Osten. Und im Osten haben wir, oder müssen die Figuren einfach auf die... Müssen sie dahin gucken? Ja, doch, müssen sie. Also im Osten haben wir... Ja, wir haben John im Osten, das macht ja keinen Sinn. Wo bin ich jetzt drauf gegangen? Gott. Der Drache Luke. Luke ist im Westen. Tief im Westen. What? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Leute. So gar nicht. Das macht keinen Sinn. Ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos.
Nee, guck mal, ich hab den Drachen und Dings verwechselt, glaube ich. Das hier, warte mal, du bist. Bist du überhaupt ein Drache? Ich weiß nicht, was du bist, aber du guckst nach Süden, ne? Gut, also habe ich das jetzt richtig gemacht. Ist aber immer noch nicht richtig. So, der Vogel da hinten. John sollte in den. Dann ist das doch aber richtig. Ich glaube, irgendwas ist super falsch. Der Greif guckt definitiv nach Westen. So, diese Statue guckt in den Norden. Dieser Greif, nee, dieser Drache. Soll nach Süden gucken. Der soll nach Süden gucken. Der guckt nach Süden. Wie sind wir hinterherrennen? Nate. Nate! Ich bin mir so sicher, dass die Kacke eigentlich richtig sein müsste. Verwechsel ich die hier gerade? Habe ich gerade irgendeine Verwechslung? Warte mal. Nee, 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 nee. Du bist in jedem Fall richtig. Du bist auch eigentlich in dem. Verdammt, Mann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das müsste auch richtig sein. Also wenn angeblich alles richtig ist. Also Leute, ich verstehe das nicht. Ich habe das Prinzip dieses Rätsels verstanden. Also, ne? Ich habe das Prinzip verstanden, aber es passiert nichts. Also übersehe ich ja irgendwas. Dieser Minotaurus guckt doch auch in die richtige Richtung. Es kotzt mich wirklich an, Leute. Ich verstehe es nicht. Irgendwas läuft falsch und ich weiß nicht was. Einfach mal 20 Minuten lang Scheiße machen, ist okay. Ich überlege, ob ich das zurücksetze, weil irgendwas läuft ja hier gerade falsch. Leute, ich mache jetzt mal einen Cut. Ich werde das jetzt nachgucken, weil meinem Empfinden nach müsste das eigentlich richtig sein. Kann sein, dass ich das Rätsel dann auch nochmal zurücksetze. Vielleicht habe ich es ja einfach verkackt. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es tut mir leid, dass diese Folge jetzt so kontraproduktiv war. Das regt mich tierisch auf. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Sagt, wie ihr das Rätsel findet.
Und sagt mir auch gerne, was ich übersehe. Ich meine, nächste Folge weiß ich dann zwar eh, aber trotzdem, ich würde es gerne wissen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.